Ja, hoi! Ich bin's mal wieder, euer Professor. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu unserem Experiment, gell? In der letzten Folge haben wir schon so einiges geschafft. Wir haben Ideen gesammelt, bastelt, Musik geschnitten, neue Effekte gesucht und natürlich auch trainiert. Bevor wir jetzt aber mit dem neuen Video so richtig loslegen, solltet ihr die Chance nutzen und der Hanne abonnieren und auch die Glocke aktivieren, gell? Sonst kann es nämlich sein, dass ihr das nächste Video verpasst. Und das wollen wir ja heute. So, genug geschwätzt, wir fangen jetzt an. Viel Spaß dabei. Und das war Schwäbisch. Ah, da seid ihr ja. Na dann, kommt mal näher. Oh, nicht so nah. Ich habe mich in den letzten 7 Tagen hingesetzt und einige Techniken und Abläufe mit Bällen geübt. Aber irgendwie bin ich nicht so richtig vorangekommen. Mir haben einfach die richtigen Ideen und auch Motivation gefehlt. Dieser ganze Corona-Lockdown ist schon ziemlich trist. Und ich habe das Gefühl, mein Kopf und Körper schlafen, obwohl ich genug zu tun habe, so langsam ein. Ich würde einfach mal wieder gerne raus und mich mit Freunden und Kollegen treffen, reisen und natürlich auch auftreten. Und weil mir einfach keine anständigen Ideen kommen wollten, habe ich mich mal wieder hingesetzt und mit 2 meiner Kollegen geskypt. In dieser Woche waren es Julius Peretz. Julius konnte 2011 die Jugendmeisterschaften der Zauberkunst in Manipulation für sich gewinnen und ist dieser Disziplin bis heute treu geblieben. Ich habe schon so einige Techniken von ihm gelernt, aber was mir am besten an Julius gefällt, ist seine psychologische Art und Weise zu denken. Das bringt mich echt immer auf andere Ideen. Danke, Julius. Der 2. auf meiner Skype-Liste ist kein geringerer als Sebastian Nicolas. Sebastian ist ein absolutes Biest und nebenbei auch Vize-Weltmeister der Manipulation. Seit Corona stehen wir regelmäßig in Kontakt und brainstormen, was das Zeug hält. Was mir an unseren Kreativstunden am besten gefällt, ist, dass ich durch ihn immer wieder daran erinnert werde, dass nichts unmöglich ist. Wir kommen auf die absurdesten und aufwendigsten Ideen, die man sich nur vorstellen kann. Ich verlinke euch seine Webseite und seinen grandiosen Varieté-Act unten in der Videobeschreibung. Nun ja, nachdem ich einige Ideen und Bewegungsabläufe, Motivation und Methoden dank dieser beiden Genies gesammelt und niedergeschrieben habe, mache ich mich mal wieder ans Werk und versuche, all das gesammelte Wissen in einer kleinen Ballsequenz zu vereinen. Dabei muss ich natürlich immer wieder technische Aspekte berücksichtigen und vor allem auch mein magisches Elixier. Ich kann hin und wieder einfach so einen magischen Effekt geschehen lassen. Klar, aber grundlegend ist der Auslöser immer das Elixier. Das ist die Kerninformation unseres Acts und sollte nicht vernachlässigt werden. Im letzten Video habe ich euch gesagt, dass ich gerne mit Sand experimentieren würde. Das habe ich getan und ich bin von den Ergebnissen überwältigt. Ich möchte euch hier einen kleinen Einblick gewähren, allerdings beherrsche ich die Routine noch nicht zu 100% und werde das Ganze daher in mehrere kleine Teile stückeln.
Wir sind durch unsere Skype-Sessions übrigens auch zu dem Schluss gekommen, dass ich mich nicht nur auf eine Substanz festlegen, sondern auch mit Flüssigkeiten, Rauch und eventuell sogar noch anderen Stoffen experimentieren sollte. Meine Hände sind jetzt zwar voller Sand und klatschnass, aber ihr hattet ja die glorreiche Idee, dass ich mir ein Handtuch bereithängen soll. Gute Idee. Und das passt auch gut in unser Szenario. Außerdem könnte ich es zu einem späteren Zeitpunkt für einen anderen Effekt verwenden. Also, eins ist schon mal klar. Bevor wir loslegen, brauchen wir einen Teppich. Zum Glück habe ich noch ein altes Stück Restteppich. Dabei kam mir auch gleich noch eine weitere Idee. Leider kann ich diese noch nicht umsetzen, aber ich kann euch einen Eindruck geben, wie das Ganze aussehen soll. Es handelt sich dabei um eine Idee von Rubato. Seine Methode ist recht aufwendig und nicht ganz einfach umzusetzen. Ich möchte es aber dennoch versuchen, denn mir gefällt das erzeugte Bild und einen Teppich brauche ich ohnehin. Ich habe also mal wieder jede Menge zu tun. Und ich habe das Gefühl, dass der Act so langsam Gestalt annimmt. Einige Techniken sind allerdings noch sehr holprig und benötigen noch viel Übung. Aber zumindest setzt sich so langsam ein kleiner Ablauf zusammen. Wer sich übrigens auch für die Zauberei interessiert und von mir Manipulation lernen möchte, kann gerne mal die Secret School abchecken. Dort geben ich und andere professionelle Zauberer unser Wissen über Online-Kurse weiter. Und nicht vergessen, mit dem Code PROFESSOR5 bekommt ihr sogar noch 5 Euro Rabatt. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Tja, und jetzt muss ich mich wieder meinem Training widmen. Und ihr? Na, ihr wisst schon, ne? Ausschalten. Einschalten. Knieswurz. Euer Professor.